Ganz kurz vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Geh einmal auf jörg-mosler.de/newsletter und trag dich dort kostenfrei ein. Schließ dich über 3000 Unternehmern an und erhalte 2 E-Mails pro Woche für mehr Mitarbeiter und Azubis. jörg-mosler.de/newsletter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast mit einem Thema, das wir so definitiv noch niemals hatten, was bei Folge über 300 definitiv nicht so einfach ist. Und ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir es noch nicht hatten. Das holen wir jetzt aber in vollen Zügen nach. Und zwar sprechen wir darüber, wie ist es denn, wenn man Handwerksunternehmerin und Mutter ist? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und ja, ich habe einen Gast, der das weiß, denn sie ist beides Handwerksunternehmerin und Mutter. Und ich sage erstmal hallo, Eva Maria Kalbach. Grüß dich. Hallo Jörg. So, ein Stück weit habe ich schon logischerweise was über dich gesagt, aber da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr, was man über dich wissen muss, was du den ganzen Tag so machst und vor allem auch aus welchem Handwerk du kommst. Ja, genau. Also ich bin die Eva, wie du schon gesagt hast. Ich bin gelernte Glasermeisterin und habe noch den Betriebswirt gemacht und bin in den Familienbetrieb meiner Eltern eingestiegen und habe 2015/16 den Meister gemacht. Und seitdem bin ich auch mit in der Geschäftsleitung. Wir produzieren in der Firma Holz- und Holz-Aluminiumfenster selbst, Haustüren, also alles aus Holz in eigener Fertigung. Und ich hüpfe hin und her, sage ich jetzt mal, wie es mir die Zeit dann auch zulässt. Aber ich bin mehr im Büro und wenn dann mal Bedarf ist, dass ich auch in die Produktion darf, bin ich auch sehr gerne da. Ich bin beim Aufmaß, beim Kunden, weil ich auch im Nachgang die Arbeitsvorbereitung mache, ist es immer sehr wichtig, dass ich die Baustelle auch gesehen habe. Dann weiß ich, was ich machen muss. Das ist für mich einfacher. Mache aber auch Kundenberatung. Also ich habe einen sehr vielfältigen Beruf. Du hast den Betriebswirt aber noch gemacht, bevor du Mama geworden bist, oder? Ich habe das alles davor gemacht. Alles davor gemacht, okay. War schon mal also meine Tochter ist 2020 geboren. Okay. Ja, sonst wäre das nicht so easy gewesen. Also ich bin froh, dass ich jetzt den Alltag gestemmt kriege. Also okay. Eine Fortbildung nebenbei stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber wenn man sich gut organisiert, wäre das mit Sicherheit auch möglich. Okay, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, wie man das alles organisiert. Wie stark sind deine Eltern noch im Unternehmen eingebunden, so im Tagesgeschäft? Sehr stark. Und wie es denn wird, wenn das jetzt noch weniger wird, sind wir mal gespannt. Mein Vater nimmt sich immer mehr raus, also jetzt dieses Jahr auch deutlich mehr wie die Jahre zuvor. Meine Mutter ist schon immer nur als Teilzeitkraft und macht noch unsere Lohnbuchhaltung und bezahlt die Rechnungen und so. Also okay. Ja. Immer gut, wenn jemand die Rechnung bezahlt. Ja, genau, ganz wichtig. Okay, wunderbar. Gut. Genau. Ich meine, wir haben ja uns ganz bewusst auch dieses Thema ausgesucht, Mama und Unternehmerin sein. Ich steige jetzt mal mit einer Frage ein, von der ich weiß, wenn meine Frau das hört, dann geht sie hoch, weil sie genau nervt oder nervt, dass diese Frage gestellt wird. Ja, wie ist das denn? Wie schaffen Sie das denn, wenn Sie Unternehmerin und Mutter gleichzeitig sind oder wenn Sie diesen Posten sind oder haben und Mutter sind? Weil sie immer sagt, ich kann das auch gut verstehen, ja, einen Mann würde man das niemals fragen. Wie schaffst du das denn, wenn du 3 Kinder hast? Das ist eine Frage, die man logischerweise, nur den Frauen stellt. Wie siehst du dieses Thema? Sagst du auch, ja, warum fragt ihr mich das immer? Oder sagst du, es ist eine absolut berechtigte Frage? Wie stehst du denn grundsätzlich zu dieser Thematik? Ich sehe das eher wie deine Frau. Aber das zieht sich ja auch durchs Berufsleben und auch im Alltag durch. Das ist ja schon so, wenn der Papa mit auf den Spielplatz geht oder das Kind vom Kindergarten abholt, dass das für manche was Besonderes ist. Und wir haben das einfach so gemacht, also wir handhaben das so, dass wir uns das komplett aufteilen. Mein Mann macht alles, was ich auch mache, beruflich und privat. Wir können das sehr gut aufteilen und hin und her switchen und sonst wäre es auch gar nicht möglich.
Ich muss dazu sagen, er ist auch mittlerweile Vollzeit bei uns in die Firma mit eingestiegen als Quereinsteiger seit letztes Jahr September. Deshalb kann sich jetzt auch mein Vater mehr rausziehen, weil wir jetzt die Aufgaben uns besser aufteilen können. Und man ist dann auch viel, viel flexibler mit der Kinderbetreuung, wenn mal, ich meine, kurzfristig krank werden, kennt denn jede Eltern. Irgendeiner muss dann halt nach dem Kind schauen und dann können wir durch das, dass er jetzt auch hier arbeitet, da einfach schauen, wer gerade, sage ich jetzt mal, weniger Arbeit ist nicht das Richtige, aber wer abkömmlicher ist. Ja. Ja, okay, verstehe. Aber du siehst das definitiv so, dass wir also gerade bei diesem Thema haben ja, wir noch viel Arbeit vor uns. Immer noch gesellschaftlich, genau, so wie du es schon sagst, auch gedanklich viel Arbeit haben. Also in wie ferner Zukunft siehst du das, ja, dass also auch eine Frau das einfach nicht mehr gefragt wird, weil man sagt, naja, die macht das halt, ne? Also da brauchen wir uns jetzt nicht großartig drüber unterhalten, gemeinsam mit einem Partner, man kriegt das alles dementsprechend irgendwie hin. Ich glaube, wir sind da leider doch noch weit davon entfernt. Merkt man ja schon auch jetzt gerade im Handwerk als Frau, dass die Leute immer überrascht sind und genauso ist es irgendwie in den Köpfen der Menschen drin. So Mama guckt nach Kindern, Papa, bringt die Kohle nach Hause. Also die nächsten 5 Jahre, wenn ich es jetzt in, glaube ich nicht, dass sich da irgendwie was ändert, aber es ist ja gut, dass immer mehr nach außen getragen wird und dass es viele Frauen gibt, die sich dafür einsetzen, das Bild umzukehren. Aber ich glaube, in unserer Generation ist das jetzt schon anders, aber die Älteren haben halt dieses typische Rollenbild schon noch verankert. Okay. Immer mehr nach außen bringen ist ein gutes Stichwort. Also ich habe das Thema so ein Stück weit recherchiert natürlich auch. Also logischerweise kann ich mich in das Thema Unternehmertum hineinversetzen. Das kenne ich. Ich kenne auch Eltern und Papa sein. Aber so in der klassischen Mama-Rolle, das ist halt trotzdem immer noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe einen Artikel von einer jungen Frau gefunden, die gesagt hat, also bei ihr ist es auch so. Und was ihr gefehlt hat, sind so die Vorbilder. Ich habe jetzt bei dir logischerweise auch ein bisschen auf Instagram gespitzt und alles mache ich ja immer, weil ich dir folge. Du teilst das auch so ein Stück weit, wie dein Alltag aussieht, dass die Kleine auch mal im Unternehmen dabei ist, mit den Kopfhörern auf, so zwischen den Maschinen. Das ist dir auch persönlich wichtig, dass man das außen mitkriegt. Ja, ich versuche einfach einen realistischen es realistisch rüberzubringen, wie mein Alltag aussieht. Und die Kleine gehört halt auch dazu. Und es ist logisch, als Unternehmerin, als Mama, rennt die auch mal mit durch die Werkstatt. Das ist halt nicht anders möglich. Dann ist eigentlich die Betreuungszeit zu Ende. Dann kommt irgendwie doch noch ein wichtiger Anruf rein. Oder es geht irgendwie was an der Maschine nicht, wo ich vielleicht mal hin muss. Und dann nehme ich sie halt mit. Wie ist das mit Kunden, wenn du jetzt, also ich meine, ja, Kinder sind ja grundsätzlich nie dann still, wenn sie still sein sollen, sondern immer genau dann ist irgendwie was los. Ist das für dich dann auch ganz normal, wenn du mit dem Kunden telefonierst oder was auch immer und dann heißt es halt immer Mama? Das ist für dich normal, du kommunizierst das dementsprechend auch. Das kommt jetzt nicht so häufig vor. Und wenn, dann entschuldige ich mich beim Kunden am Telefon und die meisten sind verständnisvoll, haben auch Kinder und wissen, dass die gerade dann nicht so ruhig sind. Ich versuche das dann tatsächlich auch ein bisschen auszulagern auf Oma und Opa. Wir wohnen hier aneinander gebaut in einem Gebäude, sage ich jetzt mal, in der Firma mit dabei, dass wenn es was Kompliziertes, ein langes Gespräch oder dass ein Kunde unangemeldet auftaucht, ich die Möglichkeit auch habe, sie mal abzugeben noch. Aber wie gesagt, ich kenne es ja von zu Hause. Als Selbstständiger, meine Frau ist angestellt. Aber der Organisationsaufwand, der wächst schon gewaltig. Also insbesondere wenn beide im Endeffekt ja fürs Unternehmen mit verantwortlich sind. Wie lange hat das gedauert, bis das eingespielt war? So richtig eingespielt sind wir, glaube ich, noch nicht. Okay. Also es ist ein sehr langer Prozess. Ich muss dazu sagen, meine Schwester arbeitet auch noch bei uns im Büro. Also wir sind wirklich viel Familienmitglieder und wir sind ein 10-Mann-Team insgesamt. Also Hälfte Familie.
Die ist dann vormittags auch noch da, wenn mal was sein sollte. Jetzt sind unsere Kinder ähnlich alt, dann darf Helen auch mal mit zur Tante nach dem Kindergarten, das erleichtert es mir dann auch. Und so muss man sich organisieren, weil eine Ganztagsbetreuung habe ich nicht bekommen. Das heißt, der Kindergarten endet um 13.30 Uhr und danach muss man schauen, wie man klarkommt. Ja. Dann muss halt Oma, Tante einspringen oder ich arbeite nicht oder mein Mann nicht oder der Opa mal. Da muss man flexibel sein, sage ich mal. Und es geht jetzt bei uns wirklich sehr gut. Mir wäre eine längere Betreuung an ein, zwei Tagen ganz recht gewesen, aber jetzt muss ich halt irgendwie so klarkommen. Ja. Siehst du das so, dass es als Unternehmerin dann noch mal ein Stück weit komplizierter ist? Weil ich sage es jetzt mal so, als Leute, wer mir zuhört, ja, nicht falsch verstehen, als normale Arbeitnehmerin, hast du halt auch Kindkranktage und sowas. Ich meine, du kannst als Unternehmerin natürlich sagen, so, jetzt komme ich nicht. Aber ich meine, dann, ja, passiert halt im Unternehmen auch nichts. Also ist die Herausforderung schon noch mal eine ganze Nummer größer, oder? Ja, eine ganz andere. Also auf der einen Seite, ja, schwer zu sagen. Ich habe die Möglichkeit, zur Not arbeite ich halt dann alles nach, ne? Oder ich muss nacharbeiten, sage ich jetzt mal. So wie du sagst, als Angestellter machst du Kind krank, dann macht ja ein Kollege deine Arbeit. Wenn ich Kind krank mache, bleibt halt alles liegen und muss es irgendwann aufarbeiten. Und es häuft sich an und häuft sich an. Das hatten wir jetzt erst vor kurzem. Erst war Helen krank, dann war ich krank, weil man steckt sich ja dann auch noch an, ist ja toll. Dann bleibt da die Arbeit von anderthalb Wochen liegen und dann muss man die irgendwie aufholen. Und die Herausforderung, das dann alles aufzuholen, ohne dass die neue Arbeit, die dazukommt, einen einholt, da bleibt einem dann nichts aus wie nach Feierabend, wenn das Kind schläft. Oder wir arbeiten bis 16 Uhr, wenn dann mein Mann aus der Produktion Feierabend hat, dass ich mich dann nochmal hinsetze und den Bürokram abarbeite. Dann muss man das leider der Freizeit wegnehmen. Aber du kannst dann schon verstehen, wenn jemand sagen würde, also ja, Kinder, das ist alles nett, aber das Unternehmertum dazu, das spare ich mir dann, weil dann wird es irgendwann so ein bisschen viel, wenn man auch wirklich voll arbeitet in beiden Elternteilen. Also auf jeden Fall. Also ich frage mich, wie wird es, wenn meine Tochter mal in die Schule geht und kommen noch mehr Ferien auf uns zu. Das sind ja alles so Themen, darüber macht man sich ja, also da läuft man ja so blauäugig durchs Leben, ja, ich will Kinder, dann kriegt man ein Kind, auf einmal merkt man, ja, scheiße, darf man nicht sagen, gell? Bei mir darfst du fast alles sagen. Scheiße, jetzt hat die da so viel Ferien und wie viel Urlaub habe ich? Als Unternehmer hast du ja eigentlich, sage ich jetzt mal, fast keinen Urlaub, ja. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Also da sind wir schon so ein bisschen blauäugig rangegangen. Das Kind war dann da und dann gucken wir mal, wie es läuft. Also wir hatten vorab nicht wirklich einen Plan. Wenn du dir jetzt was, also bei mir kannst du es dir leider nicht wünschen, aber du kannst es jetzt hier mal in die Gegend trommeln. Wenn du dir was wünschen könntest als Unterstützung, Betreuung etc. und so weiter, ich weiß nicht, ob sie schon in der Kita geht oder wie ihr das löst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also da sollte man definitiv mal ran an dieses Thema? Ja, auf jeden Fall verlängerte Betreuungszeiten. Es ist bei uns so, ich wohne ja auf dem Land. Wir haben hier einen Kindergarten, der hat verlängerte Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und danach muss man halt schauen. Und dann ist es auf dem Land tatsächlich noch so, oft springen dann viel Oma und Opa ein. Bei mir ist es halt so, dass meine Eltern auch noch berufstätig sind. Und wir das eigentlich von Anfang an gesagt haben, es ist ja mein Kind, ich will das so organisieren, dass ich mich darum kümmere. Ich will jetzt sie nicht abschieben, sage ich jetzt mal, zu Oma und Opa, auch wenn die das gern machen. Die haben ja auch noch ein Privatleben. Mit der Tagesmutter, am Anfang war Helen bei einer Tagesmutter, das hat alles gut geklappt. Ich habe sie geholt, dann hat sie noch Mittagsschlaf gemacht. Irgendwann hört er natürlich auch auf. Oh ja. Ja. dann konnte ich eigentlich fast durchgängig bis 15 Uhr arbeiten. Das war schon gut. Und jetzt mit 13.30 Uhr im Kindergarten haben wir uns schon verschlechtert. Aber
Ich habe ja auch Glück, ich kenne Mütter hier aus der Gegend, die haben keinen Kita-Platz bekommen, weil es nicht genug Plätze gibt. Da wüsste ich nicht, was ich dann machen sollte. Okay. Also, okay, jetzt komme ich aus der Stadt, ne? Da gibt es halt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, ja. Aber merkst du, dass sich da was verbessert, oder sagst du, naja, wenn ich darauf warte, dass die anderen mir was liefern, da kann ich lang warten wahrscheinlich? Ja, da ich ja irgendwie die einzige Unternehmerin bin, also als Frau, sage ich jetzt mal, wo da das Kind im Kindergarten hat, den anderen reicht das, sage ich jetzt mal, die Betreuungszeit. Und solange nicht mehrere da sind, die sich da irgendwie einsetzen, wenn ich mich da allein beschwere, wird das in 20 Jahren noch so laufen, habe ich das Gefühl. Ja. Bist du da dann auch die, klar, rein zahlenmäßig schon, aber wenn du dich jetzt mit den anderen Mamas unterhältst, bist du dann also auch die Exotin? Ich meine, es ist ja durchaus, das muss man auch so sehen, häufig gibt es ja auch die Mütter, also die Frauen, die dann die anderen schräg anschauen, wenn die ihrer Meinung nach ihre Kinder zu lang betreuen lassen, weil sie eben so viel arbeiten. Das gibt es ja auch. Also man darf nicht immer nur auf uns Männer schieben. Was hast du da so für Erfahrungen? Ich versuche sowas nicht an mich ranzulassen. Ich weiß auch nicht, was über einen so geredet wird. Sage ich jetzt mal, direkt angesprochen bin ich tatsächlich noch nicht geworden. Aber klar, es gibt ja immer die eine sagen, wie kannst du dein Kind mit einem Jahr zur Tagesmutter tun? Ich persönlich fand es jetzt für die Entwicklung super. Es hat ja wirklich gut getan, so früh Kontakt zu anderen Kindern zu haben. Und da scheiden sich die Geister. Und ja, also wenn mich jemand direkt ansprechen würde, ich meine, warum bleibe ich den ganzen Tag zu Hause? Also ich muss dir sagen, wenn ich den ganzen Tag nur die Kinderbetreuung hätte, wäre ich nicht glücklich. Also ich brauche meinen Job schon, um den Ausgleich zu haben. Ich liebe mein Kind und alles, aber ich bin auch froh, wenn ich mal in der Werkstatt oder im Büro sitze. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es, ich meine, wir jetzt keine riesengroße politische Diskussion aufmachen, aber ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass Stand jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, wird jetzt eben drüber diskutiert, ob das Elterngeld wegfällt. Und das ist ja eine typische Maßnahme, wo ich sage, also ich meine, wir reden gesellschaftlich immer drüber, wir wollen allen die Möglichkeit geben, wir wollen alle gleichstellen, egal ob Männlein oder Weiblein und wen es sonst noch alles gibt, und im Beruf sollen auch alle die gleichen Chancen haben. Gerade wenn das Elterngeld wegfällt, das ist doch insbesondere dann für, ich nenne es jetzt mal, ambitionierte, berufstätige Frauen eigentlich mit so das Dämlichste, was passieren kann, oder? Na, auf jeden Fall. Also ich bin da voll dagegen. Jetzt überleg mal, oft ist es ja tatsächlich trotzdem geschlechterspezifisch so, jetzt bist du ein Paar und ihr habt beide wirklich einen guten Job, ihr wollt beide Karriere machen, ihr arbeitet euch hoch, aber trotzdem verdient meistens der Mann einen Ticken mehr. Dann bleibt automatisch die Frau zu Hause, weil ja, ist ja klar, wenn ich 0 Euro krieg, bleibt der zu Hause, der weniger verdient. Und schon hockt wieder die Mami zu Hause und hat keine Chance auf Karriere. Weil wenn du dann mal eine Zeit zu Hause bist, dann wieder einzusteigen. Und deshalb, also 150.000, ich verstehe gar nicht. Also ich hoffe nicht, dass das durchkommt. Ja, es ist aktuell eine Idee. Aber ich meine, alleine es geht ja auch immer darum, was dann wirklich beschlossen wird und was nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich sag mal so, allein schon drüber nachzudenken. Die Idee und der Gedankengang ist halt, was das ganze andere angeht, wirklich extrem kontraproduktiv. Also die haut jetzt im Endeffekt genau auf das Thema drauf, das wir jetzt hier miteinander besprechen. Ich glaube, das siehst du ähnlich, oder? Auf jeden Fall, schon allein darüber nachzudenken. Jetzt liegt ja die Grenze gerade bei 300.000, okay? Und dann das Ganze gleich zu halbieren, ist schon heftig. Ja, das, so wie du sagst, es trifft halt dann in der Regel zum Großteil dann doch wieder die Mütter, ne, weil mit diesem Verhältnis, klar, am Ende bleibt dann der zu Hause, der weniger verdient. Na, oder man steigt gleich ein wieder nach den 8 Wochen. Ja, das stelle ich mir extrem schwierig vor, sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Mal nach 8 Wochen bist du ja in der Regel auch noch nicht wieder 100%. Ja, und find mal eine Betreuung, und das will man ja auch nicht. Man kriegt ja auch keine Kinder, um sie dann nur betreuen zu lassen. Ne? Ja.
Naja, ich habe das Kind nicht oder unsere Kinder nicht selbst gekriegt, aber ich meine, nach 8 Wochen, glaube ich, ne, bist du langsam aber sicher wieder auf einem normalen Niveau. Dann musst du dich aber trotzdem auch erstmal an die Situation, neues Kind und so weiter gewöhnen. Wenn du da dann sofort wieder losrennst, ist auch schwierig. Ich weiß nicht, wie und in unserer Branche ist es im Handwerk wieder körperlich einzusteigen, ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, hast du recht, ja. Also wie hast du das gemacht? Also wann bist du wieder ins Unternehmen rein nach der Geburt? Ich habe ein Jahr Elternzeit gehabt. Also ich bin ja als Geschäftsführerin angestellt in der GmbH und habe den Luxus, dass ich Elterngeld bekomme. Da gibt es ja jetzt auch dieses Mutterschutz für alle, die Aktion oder die Petition, die gestartet wurde und ging in den Bundestag und alles, weil ja Selbstständige oft irgendwie gefühlt nichts bekommen. Und ich habe das Glück, ich habe ein Jahr Elterngeld bekommen, habe mich auch so ziemlich das ganze Jahr tatsächlich rausgezogen. Das ging zu dem Zeitpunkt auch noch, weil mein Vater da noch 100% gearbeitet hat. Und ich muss sagen, das hat mir gut getan, auch meiner Tochter, und ich wollte das auch. Und das ist jetzt halt so ein, ja, so, jetzt kann man ja auch wieder sagen, das können nur Mütter machen, das könnten natürlich auch Väter machen. Bei uns ging das damals noch nicht so einfach, weil mein Mann noch woanders beschäftigt war. Und trotzdem bin ich natürlich ab und zu, ich wohne ja in der Firma, im Büro gelandet und irgendwo anders, ne? Ja, verstehe ich. Ja. Gibt es also Kontakt zu anderen Müttern, die auch Unternehmer sind oder zu anderen Müttern aus dem Handwerk? Gibt es da irgendwie ein Netzwerk schon? Also wie kann ich mir das vorstellen? Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Es gibt jetzt ein ziemlich gutes Netzwerk unter Handwerkerinnen, sage ich jetzt mal. Gerade über Instagram ist da viel entstanden. Aber da sind jetzt in meinem Netzwerk, sage ich jetzt mal, leider keine Mutis. Aber das würde einem in manchen Fällen schon viel helfen, um sich da mal auszutauschen, wie das die macht oder nicht. Dann können wir doch hier gleich mal einen Aufruf starten, oder? Dass ihr mal euch zusammenschließt, die Handwerks... Ich hab einen tollen Begriff gefunden, Mompreneurs, also für die Mutti-Unternehmer. Vielleicht finden wir noch einen für die Handwerker-Muttis, dass wir das irgendwie... Dass wir da einen schönen Hashtag oder sowas für finden. Ich habe jetzt nichts, was ich aus der Hüfte schießen könnte, aber ja, es sind mein klar... Irgendwo sind die Probleme, die man als Eltern, Mama, Papa hat, irgendwo ähnlich gelagert. Aber ich glaube, gerade jetzt auch, wenn man im Handwerk aktiv ist, gibt es schon nochmal spezielle Dinge, über die man sich dann vielleicht austauscht, die in anderen Berufen nicht so vorkommen wie jetzt im Handwerk, oder? Ich war ja jetzt noch nicht im Angestelltenverhältnis. Also ne, ich kenne halt nicht die andere Seite, weil ich war selbstständig und dann kam das Kind. Kann mich da jetzt nur versuchen reinzufühlen, wie das im Angestelltenverhältnis ist, aber man hat es halt schon einfacher. Man hat dann halt die Kollegen, die Arbeit erledigen. Ich glaube, das ist schon, oder wenn das Personal dann da ist, ne? die Arbeit erledigen. Man hört ja schon viel auch von Angestellten, dass dann die Kollegen gar nicht so happy sind und auch nur am Meckern sind, jetzt muss ich die Arbeit von den anderen übernehmen und jetzt ist das Kind schon wieder krank. Die Kinder sind ja irgendwie nur krank, das habe ich auch schon mitbekommen von Freunden, dass natürlich da die Kollegen auch viel am Meckern sind, dass die mit den Kindern so viel zu Hause sind. Ja, ja, es ist halt da, ja, Erkältungszeit, dann ist zuerst, so wie du es gesagt hast, dann ist zuerst das Kind krank, dann bist du krank und dann geht's gefühlt wieder von vorne los. Und dann kann das schon ziemlich viel Zeit beanspruchen. Aber gut, es ist halt dementsprechend einfach so. Du suchst es dir am Ende des Tages ja auch nicht aus. Ja, also ich wünsche mir nie krank zu sein. Nee. Ja, die gibt's, glaube ich, auch da draußen. Ich sage, Mensch, jetzt mal wieder so eine ordentliche Magen-Darm-Grippe, muss ich nicht in die Arbeit gehen. Das sind aber meistens die ohne Kinder wahrscheinlich, die sich das wünschen. Ja, wer Kinder hat, weiß, dass wenn man krank ist und das Kind fit ist, das nicht schön ist. Genau, ja, da hört der Spaß dann auch auf. Ja, das kenne ich auch. Okay, also wir halten den Gedanken mal fest, ja. Wer eine Idee dazu hat, Mamis aus dem Handwerk, in irgendeiner Form, dass wir da so Gemeinschaft hinkriegen. Ja,
ist vielleicht eine ganz gute Idee, die wir jetzt da heute gemeinsam geboren haben in diesem Podcast. Gut. Gibt's zum Abschluss irgendwas, wo du sagst, ich meine, es gibt ja mit Sicherheit die Mamis im Handwerk da draußen, es gibt mit Sicherheit auch die Unternehmerinnen im Handwerk, die Kinder haben da draußen. Irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt zum Abschluss allen einfach mal mitgeben. Vielleicht hast du auch noch einen Appell für uns Männer, ganz wie du möchtest. Was ich gerne noch sagen würde, ist einfach an alle anderen Unternehmer und Unternehmerinnen im Handwerk. Ich glaube, ganz viele Mamas im Handwerk haben es auch schwierig, in Teilzeit irgendwie angestellt zu werden. Dass man da vielleicht ein bisschen offener gegenüber wird. Ich weiß selber, dass es schwierig ist, wenn jemand in Teilzeit jetzt in einem Produktionsbetrieb oder wenn man auf Montage geht, da jemanden mit reinzuplanen. Aber das wäre halt auch ganz wichtig, weil jetzt bin ich irgendwie gelernte Tischlerin und habe ein Kind und würde gern 50% arbeiten. Und dann finde ich vielleicht keine Stelle, weil die Unternehmer ja keinen Bock haben, das irgendwie in die Planung mit reinzunehmen. Das macht es, glaube ich, auch noch ganz vielen schwer. Dann stelle ich eine Anschlussfrage. Also ich meine, ich sage flexibel, Organisation, das ist im Handwerk ja sowieso so ein grundsätzliches Thema. Glaubst du, dass wir das Handwerk im Ganzen etwas attraktiver machen könnten, wenn wir uns auch in diesen Bereichen stärker öffnen würden? Auf jeden Fall. Also ich habe viele Anfragen über Teilzeit. Könnte ich als Monteur 3 Tage bei euch arbeiten oder auch nur halbtags? Und wir haben schon die einen und die anderen Modelle gehabt. Und ich finde, ich kann nicht immer jammern. Ich habe Fachkräftemangel und dann kommt da einer, der ist ausgebildet und sagt, ich würde 3 Tage die Woche, könnte ich. Und dann sage ich will aber jemand mit 5 Tage. Ja. Ja. Okay, also dann schicken wir das doch gemeinsam neben dem Appell des Zusammenschlusses nochmal raus. Seid ein bisschen flexibler. Vielleicht machen wir das Ganze dann auch ja für junge Frauen grundsätzlich noch ein bisschen alternativer. Weil es kann ja auch sein, dass du in den Beruf einsteigst und dir denkst, naja gut, aber wenn ich da jetzt dann mal ein Kind kriege, dann bin ich ja komplett raus. Da geht ja auch nichts mehr. Das ist ja auch so eine Zukunftsperspektive, die du dir vielleicht machst, wenn du einen Beruf auswählst. Ja. Jetzt eigentlich wollte ich das Interview schon Richtung Ende, aber wie sieht das bei euch mit Nachwuchs aus, dass Mädels zu euch kommen und Tischlerinnen, Fensterbauerinnen werden wollen? Also zu uns kommen, so einfach so, kommt niemand. wir bilden ja aus dem Beruf Glaser, Glaserin. Dass ich Tischler gesagt habe, entschuldige. Nee, einfach nur, deshalb wollte ich darauf hinaus. Der Beruf ist nicht ganz so bekannt. Viele denken, ja, wir sind Tischler. Aber wir sind halt ein eigenständiger Beruf, sage ich jetzt mal. Ich gehe dann auf Ausbildungsmessen und stelle den auch mal vor. Wir hatten jetzt am Girls' Day einige Mädels da. Viele wissen ja gar nicht, was man im Fensterbau überhaupt macht oder als Sklaver. Deshalb... ja, ich will es jetzt nicht darauf schieben, aber es kommt keine Bewerbung, Jörg. Also, wenn ich nicht aktiv arbeite und es nach außen trage, und deshalb mache ich ja auch Social Media, um einfach den Beruf zu zeigen und dass die Leute überhaupt sehen, ach, das gibt's ja auch noch. Und den Keilbach gibt's ja da auch. Und wir hatten jetzt auch einen vom Boys Day, war auch noch ein Junge mit dabei, der starkes Interesse zeigt, aber auch nur durch den Tag, wo er jetzt da war, hat er gesehen, cool, ist dann an der CNC-Maschine gestanden und war ganz fasziniert, wie auch modern so ein Handwerksbetrieb sein kann. Und wenn wir Glück haben, haben wir einen neuen Azubi, wenn er mit dem Realschulabschluss fertig ist. Und wenn man sich nicht einsetzt, von allein kommen die nicht. Also ja. Meine Erfahrung. Aber gerade jetzt, was das Thema Mädels, junge Frauen im Handwerk angeht, ich meine, es ist logischerweise immer noch zu wenig, aber zumindest, also ich kriege es ja auch nur auf Social Media mit, geht es so ein Stück weit voran. Es ist, wir sind zumindest aus der Exot... Oh Gott,
schweres Wort, aus der exotischen Ecke raus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das anders interpretierst, aber es ist zumindest wie eine Frau. Also so, wenigstens das haben wir überwunden. Also hab zumindest ich das Gefühl. Ja, da gebe ich dir recht, das Gefühl habe ich auch. Man sieht auch gerade auf Instagram, dass es wirklich auch viele Mädels gibt, die das nach außen tragen, jetzt ihren Beruf zeigen. Das werden auch immer mehr. Und gerade im Bereich Tischler, Tischlerinnen gibt es ja mittlerweile, also gibt es, denke ich, schon recht viele, weil es ist halt auch ein sehr kreativer Beruf. Warum soll das eine Frau nicht auch machen? Ne? Es ist ja immer diese Diskussion, du hast nicht genug Kraft und so weiter. Auf jeden Fall, wir sind da auf dem richtigen Weg. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir den Weg weiter, dann schaffen wir es auch, dass wir, ups, das war mein Papierkorb, ich glaube, den habe ich jetzt mit dem Fuß umgestoßen, nicht so schlimm. Also, das war der Knalleffekt noch dazu, dann schaffen wir es auch, dass auch die Mamas im Handwerk irgendwann vollkommen normal sind und noch mehr, wie du, das dementsprechend auch nach außen tragen. Das wäre doch ein guter Schlussappell, oder? Das wäre schön, ja. Gut, dann halten wir das so fest und lassen das alles auf uns zukommen. Ich danke dir, Eva, für die Einsichten in deinen Alltag. Wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Arbeiten und beim Mama sein. Vielen Dank, ja. Habe ich euch gerne einen kleinen Einblick gegeben. Ich hoffe, es ist auch ein bisschen interessant gewesen, wie wir das so handhaben. Also ich fand das sehr interessant, auch als Papa und als ehemaliger Handwerksunternehmer. Deswegen denke ich mal auch, dass das für euch spannend war. Und vor allem, es war mal ein Thema, das wir so noch nie besprochen haben. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, euer Jörg.